Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge von Tomb Raider. Ja, wir sind am Strand angekommen und unsere Gruppe müsste da vorne sein. Da so. Und ich würde sagen, gehen wir mal hin. Ja, doch, gehen wir mal hin. Moment. Nee, das können wir da noch gucken. Was ist das hier? Irgendwas hier drin? Was ist denn das? Na, guck mal. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn es zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Nicht schön. Nicht schön, nicht schön. Der klingt wirklich nicht sehr begeistert, beziehungsweise begeistert. Naja, er hat ja quasi schon eine Planung, wenn er stirbt oder es nichts mehr werden sollte. Wo sind sie ja? Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gern hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay. Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen's versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Mhm. Ja, jetzt wissen wir ja auch zumindest schon mal. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine für den Flaschen. Wie wird einkommen? Kann ich auch irgendwas tun? Steh einfach nicht im Weg rum. Genau. Die Dinger schießen noch? Die müssen gereinigt werden. Aber sie werden. Steh nicht im Weg rum, Mädel. Hoffentlich werden nicht schön. Nicht das ist echt nicht schön. Hey, Lara ist nicht die Einzige. Scheiße! Es tut mir leid. Es tut mir leid. Hey, hey, schon okay. Ganz ruhig. Und fass nichts an. Das ist gut. Das finde ich cool. Erstmal Scheiße bauen. So, was haben wir da? Geocache. Ja, damit. Ja, dann wird es ja jetzt wohl dann mal losgehen. Da ist ja auch noch einer. Haben wir den echt übersehen? Ja, Tatsache. Übersehen. Ja, damit. Jetzt müssen wir wieder einmal rumlaufen. Naja. Egal. Wenn man den vielleicht auch später holen kann. Fähigkeitspunkt jetzt schon benutzen. Ich glaube nicht, dass. Oh, okay. Dann kommt er direkt ran. Kann man das eben auch schnell machen. Und zwar aus euch Killmeister. So. Müssen wir mal gucken, ob wir das dann auch irgendwann mal zum Einsatz bringen, ne? Sonst fordert ja vergebene Liebesmüh. So. Tschu. Dann wollen wir mal gucken. Und hopp. Ach, jetzt ist. Toll. Nett, du? Entschuldigung. Für alle, die mögen.
Möwen. Möwen. Das hört sich auch an. So. Jetzt also hoch. Und hier ist nichts. Okay. Nun gut. Brauchen irgendwie ganz schön viel Schrotmunition, ne? Dann nehmen wir lieber erstmal die. Hui! Zack. Wahnsinn. Auch nichts? Portugiesisch. Über 100 Jahre alt. Das war ein Schiff oder was war das? Ist auch echt nichts in der Nähe. Mann, Tatsache. Okay. Da sollen wir sogar rein. Okay. Oh. Autsch. Was? Einen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja. Aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, gehen wir rein. Warte, hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht gut. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Genug geredet. Was ist der andere? Wieso sehe ich den nicht? Hä? Wo ist der? Wieso sieht man den nicht? Scheint sich auf jeden Fall aber auch nicht zu stören, dass sein Kollege weg ist. Dann machen wir mal hier erstmal ein kleines Aufräumen. So. Ja, vielleicht mal lieber die Knarre rausholen. Mal ein bisschen mehr von. Da ist er. Zack. Aha. So viel Erfahrung gibt es mit der Knarre. Waren sie das jetzt etwa schon? Ja, die beiden. Armen Schweine. Mussten sie hier alleine Wache schieben? Nu? Da. Kann man nicht sehen. Nicht hoch? Doch. So. Und nu? Da ist er. Ich muss es einfach tun. Keine Ahnung, ob da überhaupt was ist. Ist mir auch egal. Hui! Wie? Weiter geht's nicht? Ach, schade. Schick. Ah, das sieht wirklich schon schick aus. Dafür will sie jetzt gerade nicht. Nicht beim Balancieren, sagst du. Okay. Na gut. Mit einem Anker, das ist aber auch irgendwie so eine Sache für sich. Ah, Glück gehabt. Okay. So, her damit. So. Dann wollen wir mal zurück. Ging das im Kopf rein? Hey!
Sag einmal. Ach, wisst ihr was? Nicht lang schnacken, Kopf und Nacken. So haben wir die Dinger. So etwas von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Ja, okay. So. Ein Botschafter. Was ich Fischis. Warum auch immer man den nicht angezeigt hatte. Na Jungs. Bisschen dumm gelaufen, hm? Das sieht noch mal Rutschbad hier aus. Ui. Oh, 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 oh. Klatsch. So, kommt man da jetzt hoch? Wie kommt man denn da hoch? Ja, auch noch nicht so ganz geschnallt. Da muss ja wohl noch mehr kommen, was wir machen müssen. Ach, da muss man wahrscheinlich darüber, hm? Irgendwie. Nicht? Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal zu dem lieben Jone. Und drücken ihm mal den Flatschenzug in die Hand. Den Flaschenzug. Dann sage mir, was du noch brauchst. Danke. Alex müsste längst zurück sein. Hilfe! Hilfe! Dr. Whitman! Jonah! Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind Sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe Sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Frau. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Lara, warte! Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Weil der ja schon ein bisschen klobig aussieht. Compound-Bogen. Waffe modifizieren. Was? Rekurve-Bogen zu Compound-Bogen. Alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. Sauber. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ah, guck mal. Napalmpfeile. Geflochtene Sehne, so. Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag eine Großfläche. Wow. Großflächiges Feuer. Das hört sich gut an.
So, und dann noch mal die Sehne. Oh ja. Geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht. Zack. Damit haben wir das Ding auf 70%. Wow. 70 erst. Okay. Lara, die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Das ist doch die Endurance da. Mhm. Was? Wir können mit dir reden? Irgendwelche Anzeichen von den Plünderern? Nein, es ist ruhig. Wenn sie da wären, wüsste ich nicht, worauf sie warten. Wenn sie da wären. Tja. Was sie wohl wahrscheinlich gar nicht sind. Ach, guck mal, jetzt kann man hier mit denen quatschen. Hast du was gefunden, um dich abzulenken? Eine alte Ausgabe von Robinson Crusoe. Grausame Ironie. Naja, am Ende entkommt er von der Insel. Nehmen wir das als gutes Zeichen. Na du Arsch. Lara, ich hoffe, du verstehst mich. Oben im Palast konnte ich nichts für euch tun. Das sagten sie schon. Also, ja, ich kann jetzt nicht reden. Ich will festhalten, was ich hier sehe. So viel faszinierende Geschichte und Kultur. Arschloch. So, ein Arschloch. So, hatten wir nicht hier irgendwo noch irgendwie was, was wir nicht aufbekommen hatten? Sobald alles aufgebaut ist, können Jonah und ich die Maschine rausheben und die Reparaturen durchführen. Ich brauche mein Werkzeug. Was du auch tust, bring es zurück, Lara. Machen wir. Ein Thema. Guck mal an. Das Ding haben wir gar nicht wahrgenommen gehabt, ne? Na, können wir hier abkürzen? Hopp. Oh, aber gerade eben. So, da drüben konnten wir ja nichts machen. Ich muss etwas Stärkeres finden. Ja, wäre auch ein bisschen unsinnig gewesen, ne? Nun gut, nun gut. Was haben wir denn hier? Denn das? Achso. Nichts wirklich von Interesse, würde ich mal behaupten. Jetzt blinkt das Grab sogar. Was wir da vorhin entdeckt haben. Okay. Na, das ist ja... Oha, okay. Vielleicht 5 Stück müssen wir davon räubern. Das ist schon hart. Die Mine. Können wir die jetzt eventuell? Ah. Aber das geht immer noch nicht, ne? Okay, das ist ja schon mal eine ganz nette Sache. Das heißt, dann müsste man ja hier jetzt irgendwie jetzt auch weiterkommen. Hm? Zum Beispiel so. Aha. Dafür ist es gedacht. Das ist ja schon mal gut zu wissen. So, dann kommen wir nämlich auch an einen Geocache ran. Was genau brauchst du? Felix, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Das hört sich aber nicht so gut an. Ach so, muss man das machen. Hopp. Na, wo ist er denn? Wo? Ja. Dachte, hier wäre... da hinten. Geocache gewesen. Na?
so weit. Was? War hier nicht einer? Da ist einer. Ach, da unter. So ein paar Schlawiner. Sonst sehe ich jetzt hier gerade nichts. Ja, das hat ja jetzt aber irgendwie gar nichts gebracht, da rüber zu gehen. Komisch. Wie auch immer. Ach, da hätte man mal lang gehen sollen. Ich depp. Naja. Nun gut. Aha. Da ist noch eine Mine. Da geht's auch nochmal hoch. Das ist jetzt die Frage. Wo wollen wir denn überhaupt hin? Irgendwas hat er auf jeden Fall aktualisiert. Dann haben wir noch eine Mine. Ja, wenn die sich mal zeigen würde. Naja. Da hinten auch. Na gut. Wollen wir uns mal umschauen hier. Ich habe keinen blassen Dunst, was hier noch so rumschwirrt. Da haben wir noch irgendwas. Geocache. Okay. Dum. Das fällt runter, ja. Okay. Bäh. Ja, damit. Da liegt doch auch noch was. Wurde das wirklich als Kopfstütze benutzt? Oder gehört es zu einem größeren Bildhauerwerk? Ich werde es herausfinden, falls ich je von hier wegkomme. Ja. Aber das wird nicht jetzt sein. Vor allen Dingen nicht mehr in dieser Folge. Wir sind nämlich jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und ja, in der nächsten Folge schauen wir mal, dass wir zu Endurance kommen. Also, bis zum nächsten Mal.